Weltarena Review. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt. Weltarena Review. Einer hat sich das gewünscht. Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavin hier am Start mit einem neuen Sound of War Video. Wie ihr nach diesem fantastischen Opening gehört habt, spielen wir heute nochmal ein bisschen in der Weltarena. Simpsons jetzt nicht. Bevor wir loslegen, ein dickes Grats an Ostender, der eine Ciara bekommen hat. Und einen fucking Liebli. Damn. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Darky die sogar beschworen. Und Darky ist auch noch krank, deswegen gute Besserung an ihn. Sein Glück scheint momentan da zu sein. Willkommen in der Ciara-Familie. So, für diese Folge. Zum Schluss gibt es natürlich wieder eine Frage des Tages und ein Geschenk des Tages. Aber ich habe mir jetzt endlich eine Aura für mein Orion ausgesucht. Und es ist die. Ich war mir bisher immer unentschlossen und jetzt habe ich einen Orion gesehen mit der brennenden Kampfaura, mit der Aura des brennenden Kampfgeistes und die sieht ganz gut aus. Deswegen möchte ich die heute mit euch kaufen. Ich habe genug Punkte, aber ich bin noch nicht beim Goldstern, weil ich ja die ganze Zeit unten gefarmt habe, also wird es Zeit, dass wir uns nach oben pushen, damit ich diese Aura bekomme. Drückt mir die Daumen. Diesmal machen wir keinen Shit und Leo... Wenn ich dich nehme, enttäusch mich nicht. Wir beginnen mit einem Deutschen. Oh no, ist das nicht dieser Typ aus Star Wars? Sieht so aus, ja? Also natürlich mit so mit einem Bart und so einem Cape, was weiß ich, so einem weißen Mantel. Rakan, nicht? Rakan, wenn er mir rausnimmt, dann so nicht. Oh nein, Morgan. Muss es so anfangen? Muss es so anfangen? Wir nehmen heute mal was Merkwürdiges. Harmonia. Harmonia. Chowy Boy. Vielleicht verwirre ich ihn. Pisama, scheiße. Okay, wen nehmen wir noch? Wie wäre es mit... Wind Panda passt gut rein. Wir müssen wieder auf Wind Panda zurückgreifen. Es tut mir leid. Wind Panda und... Ana Banana Well oder Tessarion oder Oriona. Ich denke, wir nehmen Ana. Wo bist du? Wo ist Ana? 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 Wo ist hier ist Ana? Holy, das war ein bisschen zu knapp. Muss gucken, wo meine Monster sind. Werden auch Erna nehmen können. Aber ich denke, wir bannen Mr. Rakan. Oder wollen wir Mr. Rakan bannen? Ja, der hat zu viel Burst. Rakan macht so BAM und Mr. Molong macht so tschuch, wisst ihr? Und dann sind alle tot. Oder einer. Ciara wird gebannt. Okay, ich denke, wir haben ein solides Team. Wir nehmen lieber Defense für Wassermonster. Wir haben keinen Wille auf Harmonia und auf Chao. Vielleicht resisten wir irgendwas. Vielleicht. Hoffentlich. Meine Monster haben eigentlich vernünftige Resistance. Aber ich habe so ein ungutes Gefühl dabei. Es sieht schon so aus, Molong trippelt's dann und strippt erstmal überall Wille und Pisama dann noch die anderen zwei, ne, der andere wird dann noch gestunt. Oh, und überall AOE Reset. Ja, so wird's aussehen. Ich hätte es andersrum gemacht. Ich hätte wirklich zuerst Molong Dings machen lassen. Wir machen jetzt erstmal direkt den Cleanse. Und jetzt strippt er vielleicht und vielleicht revengen wir dann. Ne, wir werden gestunt. Double Stun. Macht der Rack? Stirbt Dings schon? No. Harmonia. Wow. Hätte ich nicht gemacht. Ich wäre auf Chao gegangen. War nicht Chao niedriger? Aber okay. Gegner procken schon schön. Heaven hat noch keinen Zug bekommen. Außer Wind Panda einmal. Wir healen direkt natürlich. Proc. Ana. You are so good. Das war kein Deutsch. Ich weiß, es war extra. Ich meine, das war auch kein Englisch. Ana, du bist amazing, das wollte ich eigentlich sagen. Meine arme Harmonia, du dummer Raccoonie-Boy. Als ob der schon wieder so proggt. Ihr merkt, ich bin heute gut drauf, aber es kann sich schnell nach hinten entwickeln. Ich hoffe, Harmonia überlebt. Ich denke, wir killen als erstes diesen Molong. Der ist so annoying. Der macht jetzt seinen ersten Skill. Ah, Harmonia. Get wrecked, bitch. Sorry. Tja, so gut ist Harmonia. Schade, kein Proc. Hat sie schon wieder Amuse, die Dumme? Ne, vorhin Blossoms und jetzt Amuse. Ja, klar. Egal, ich denke, das ist noch safe. Sleep
Komm, Anna. Sleep. No. No. Okay, Ammonia ist tot. Pisama killt jetzt. Können wir bitte einmal einen Defense Break und dann Charles zweiten Skill machen oder so? Sollen wir den ersten Skill machen? Ich weiß ja, kommen wir mal, wir killen erstmal den hier, den dummen. Vielleicht ist der nicht so tanky. Ne, der kommt direkt zurück. Habe ich mir schon gedacht. Dann ist der wenigstens schon mal schneller weg. Der nervt mich nämlich. Was ist mit dieser neuen Ansicht so merkwürdig? So, dann ist Pisama schon mal weg. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir machen mal direkt den Heal. Ich glaube, der hat jetzt den Stripper. Vielleicht können wir diesmal revengen, ohne gestunt zu werden. Yeah! Diesmal hat es geklappt. Sehr gut. So, und sobald der Molong tot ist, haben wir das Ding gewonnen. Aber diese Shazun arbeitet an meinem Chao. Und jetzt kommt wieder Dings. Hat er wieder Reckless? Hat er wieder Reckless? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir machen jetzt erstmal das hier. Und Wind Panda macht jetzt den Defense Break. Und Chao kommt danach zum Zug und bekommt hoffentlich kein Glancing. Nee, Shazun prockt nicht. Ausnahmsweise mal. Molong prockt auch nicht. Prockt mein Chao? Nein, auch nicht. Mann, wäre so perfekt gewesen. Wir hätten jetzt procken können, dann wäre der schon tot gewesen. Rakuni ist echt gut, ha? Aber ich denke, wir werden das hier gewinnen. Einmal ein Sleep. Yes! Anna! Anna, Sleep! Oh! Oh! Okay, wir procken erstmal, wir cleansen erstmal den als ob Anna. Okay, ich gehe nicht auf die anderen zwei Monster. Sleep! Nee, wäre zu schön gewesen, ne? Machen jetzt erstmal das hier. Und hat sie schon wieder ihren dummen Skill? Sag mir nicht, sie hat schon... Oh! Gib doch auf! Du weißt, dass du verloren hast. No, blöder Rakuni. Komm schon. Wie heißt das? Justice! In your face. In your face. Ciao! Okay, sorry. Heute ist so mein motivierter Tag. Wir müssen 1500 erreichen, oder? Um das, um Dings zu werden, Gold. Nö. Wir müssen einfach nur Top 7%. Was sind wir denn momentan? 8,4. Okay. Okay, okay. Wir müssen... Ah, ich will diese Aura kaufen. Ich glaube nicht, dass wir es in diesem Video schaffen. Aber vielleicht, wenn wir jetzt zwei Siege hintereinander haben. Also danach noch einer. Wind Panda nimmt er. Ich glaube, ich nehme erstmal Ciara und dann bin ich mir noch unsicher, was ich als nächstes will. Normalerweise würde ich jetzt Wooster oder Vela nehmen, wenn ich so ein Immunity-Monster hätte. Weil Wind Panda gegen Immunity ist direkt schwach. Und so weiß ich nicht, was ich will. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Tessarion, komm. Hätte ich bisher nur eine Passive, aber ich bin mir unsicher. Varad, okay. Was hast du noch? Ich glaube, hier kommt ein Wooster. Oh. Oh, hier ist der Wooster. Soll ich... Ich gehe mal auf... Ich versuche mal sowas. Der könnte mich jetzt richtig kaputt machen, wenn er jetzt die passenden Counterpicks hat. Ansonsten muss ich... Also ansonsten hoffe ich mal, dass es so vielleicht klappt. Und im letzten Spot nehme ich, glaube ich, Malaka mit. Und dann war nicht sein Wooster. Und wenn er jetzt... Oh, Hathor, okay. Aber... Gar nie, okay. Wartet. Bin mir unsicher. Ich bin mir sehr unsicher. Wenn ich diesen Wind Panda banne. Nee, ich muss diesen Wooster bannen. Und dann hat der Wind Panda. Ich glaube, ich nehme. Wen nehme ich? Malaka, 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 Malaka. Ah, das wird so schlimm. Wir müssen nur resisten. Wenn wir resisten, haben wir eine Chance. Also entweder bannt er jetzt... Wen bannt er denn jetzt? Er kann natürlich mit Hathor sleepen und so. Bannt Dover. Okay, wir nehmen Resistance wieder. Wir haben Schutzwille. Wenn wir resisten und die Bomben landen, haben wir einen Shot. Ja, Hathor darf nur nicht strippen und sleepen. Und Garni darf dann nicht zurücksetzen. Also das Zurücksetzen ist 100%. Also Garni darf nicht strippen und Hathor darf nicht strippen. Mein Malaka. Dann sieht das Ganze gut aus. Wir haben Resistance wieder. Ja? Wehe. Wehe, 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 wehe. Resistance, Resistance, Resistance. Hathor, mach keinen Shit. Geht auf Ciara? What? What? Ernsthaft? Ich wäre auf Malaka gegangen. Ich meine, die kann alle Bomben detonieren lassen, aber Malaka ist doch... gefährlicher, oder? Geht auf Lucian?
What? Also Panda kann jetzt cleansen. Hathor bekommt keine. Will ich... Ich mach mal das auf Hathor. What? So Squish? What? He? He 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 he. Panda cleanst jetzt, okay. Und Panda... Wie immer. Wie immer, wie immer, wie immer. Wie immer, wir haben Cesarion. Und wir haben... Ah, wenn ich das mache, dann kriege ich... Dann kriege ich erstmal den... Nee, ich will nicht revenged werden und Defense Break reingedrückt bekommen. Vielleicht prockt ja Ciara raus. Vielleicht. Wer weiß. Nächste Runde ist aus Sinn auf jeden Fall 2 gestunt. Ah, er setzt Ciara zurück, war mir klar. Hm. Null Resistance bei der Attack-Leiste. Der Wind Panda macht mir Sorgen jetzt. Geht auf Ciara und prockt schon wieder. Mistkerl. So ein Mistkerl. Okay, ist gestunt und... Als ob. Als ob. No. No. Aber er kann... Varel ist tot. Wind... Er macht das. Oh. You. Alles klar. Alles klar. Wir haben noch nicht verloren. Oh, nice, Cesarion. Ich denke, wir machen erstmal das hier. So, bam. Dings tot. So, und dann... Haben wir die 3 gegen Wind Panda. Aber Wind Panda kann die so... Als ob hat er jede Runde geprockt. Dieser Mistkerl. Dieser Mistkerl. Cesarion Proc. Proc. Ah. No. No, und dann macht er jetzt nächste Runde den Cleanse. Aber ich muss das machen. Sonst, ich hätte procken müssen. Als ob. Als ob. Wind Pandas sind fucking BS. Ich hab selbst einen und ich reg mich darüber auf. Komm, kill. No. Wehe, du killst mich. Cesarion gewinnt das, right? Yes! Cesarion, Power of... Keine Ahnung, Ifrit. He, he, he. Noob Panda. Nee, der hat wirklich... Das war schon mies, die Procs von dem. Noch immer 8,2%. What? Hatten wir eben auch 8,2, oder? Sah jedenfalls so aus. Ha, komm, wir müssen jetzt mal viele Punkte bekommen in einem Sieg. Wir bekommen einen Koreaner. Ja! Er gibt auf. 7,7. Was müssen wir erreichen? 7%, ja? 7%. Ein Sieg und vielleicht haben wir es. Dann können wir die Aura kaufen. Komm, gib nochmal auf. Gib nochmal auf. Nochmal der gleiche, bitte. Bitte, bitte, bitte. Gib nochmal auf. Gib auf. Gib auf. Gib auf. Oh oh. Oh oh. Goldstern. Oh oh. Ciara. Oh oh. No. Gib auf! Nimm Forsters! Ah, Amelia, Rakan, Ich mag die nicht, die sind gefährlich, beide. Ich habe Angst vor beiden, wirklich. Ich denke, wir nehmen... Wir haben keine Iris oder sowas. Und kein Molong, deswegen müssen wir auf Mr. Chilling zurückgreifen. Und ich finde ihn ehrlich gesagt nicht, das ist mein Problem. Wo ist Chilling? Chilling, hallo? Hallo? Ich sehe... Ich nehme... Wind Panda. No! Als ob, ich finde Chilling nicht. Seht ihr Chilling irgendwo? Da ist Chilling. Shit. Ich wollte definitiv nicht Raccoon, Dover und Cesario nehmen. Das ist natürlich total bescheuert. Oh, wenn er jetzt nicht Feuer nimmt, muss ich Lush nehmen, sonst ist mein Dover schon so unnötig. Oh, wieso hat... mein Fehler. Wenn wir jetzt verlieren, ist es wirklich mein Fehler. Er nimmt wirklich das. Ja? Dann haben wir sogar eine Chance, denke ich. Ja? Du nimmst das? What? What? Jetzt ist... Naja, Cesarion ist wenigstens nicht unnötig wegen dieser Kami, aber der kriegt so viel ab und wird direkt sterben. Ich denke, ich banne den Rakan. Rika. Ja, wir können die Immunity nicht strippen und er macht so viel Burst, auch wenn ich Angst vor dieser Rika habe. Ja, mal sehen, was er bannt. Also Cesarion und Dover und Lucian waren eigentlich nicht gewollt. Aber, okay, akzeptieren wir das mal. Wir nehmen Resistance Leader. Und wir können nur eine Bombe landen, wenn einer aus der Immunity von denen rausprockt oder so. Oder vor mir und nach dem Unicorn drankommt. Dann ist die Immunity auch weg, weil die normalen Amelia-User sind immer in der einen Form, in der es jede Runde Immunity gibt. Okay, kannst nichts machen, Ana.
aber die sind schneller dran und das Unicorn kommt nach denen dran. Das ist schlau. Nee, das Unicorn kommt vor den anderen dran. Oh, dann geht's aus. Dann haben die gleich keine Immunity. Wow. Wow. Das ist gut. Das ist gut. Also, so wie es aussah, sind Kami und Rika vor mir dran. Arbeiten an meinem Tessario natürlich. Der schon viel reingedrückt bekommt, obwohl er tanky ist. Kami. Mach's nicht. Ja! Bitte nicht! Oh, mein Armer. Mein armer Tessarion. Ich mach erstmal so. Und nice. Dann machen wir so. Na, schade. Aber sieh nicht so tanky aus. Dann killen wir als erstes die hier. Die ist nämlich sehr gefährlich, die Rika, mit ihren ganzen Dots und so. Und dann mache ich vielleicht mal Oblivion drauf. Naja, und Lucian killt hoffentlich. Yes! Wow. Wow. Okay. Ist in Ordnung bisher. Windpanner regelt Kami am Ende. Ja. Oh. Gut. Ich denke. Ich mache den Heal. Und ich arbeite mal an der hier, an der Amelia. Und mal jetzt hier vielleicht Oblivion drauf. Yes. Wow, das klappt. Als ob, ich wollte das Team ja gar nicht nehmen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr gewinnt, nehmt einfach das, was der Computer entscheidet. Dann klappt das schon irgendwie. Bester Tipp. Wow. Ehrlich gesagt mache ich jetzt das hier. Bam. Goodbye, Amelia. Und Kami crittet meinen Lucian und prockt und crittet nochmal meinen Lucian. Und jetzt ist es 2 versus 2. Anna hat nicht ihren Cleanse, deswegen lege ich mal die Bombe drauf. Oder auch nicht. Wir arbeiten als erstes an dieser Annabelle. Die ist gefährlich. Und dann landet, dann bleibt er dort auch auf Kami drauf. Sehr gut. Nein! Aber sie hat ihren Cleanse jetzt durch diesen Proc und hat ihn jetzt gewastet. Obwohl ich eine Bombe legen kann. Yay! Hör auf. Yes. Wir haben gewonnen. Yay! Können wir die Aura kaufen? Vielleicht. Ich bin gespannt. Es wäre lustig gewesen, wenn wir jetzt wissen würden, wie es mit Chilling gelaufen wäre und was ich dann für Monster genommen hätte. Aber es hat irgendwie geklappt. Gold? No! No! 7,2%! Oh, wir müssen noch einen Kampf machen. Ich wette, wir verlieren jetzt. Ey, also müssen wir wirklich 1500 erreichen für Gold. Erstmal, für die Aura. Komm. Bitte gib auf. Zubrovka. Aber der Name klingt so russisch. Und die hat einfach eine französische Flagge. Ciara, Windpanner, wir müssen auf Nummer sicher gehen, es tut mir leid. Wir haben die schon lange nicht mehr benutzt in RTA, wir haben immer Höllendarm und so benutzt. Ich wollte Garni jetzt nehmen. Aber okay, wie wär's mit... Ich tendiere zu... Harmonia, kann aber direkt resettet werden. Ciao, Ana erstmal. Und dann warte ich mal ab, was er noch so pickt. Wir haben jetzt Wasser und Wind. Varad nimmt er, okay. So ein CC-Team. Wir könnten Leo reinnehmen. Ritesh. Leo? Wen bann ich denn? Wir könnten Leo reinnehmen, aber dann bekommen die so viel Attack-Leiste. Oder Rakuni vielleicht. Ja, ich denke, wir nehmen Rakuni. Den finde ich sogar mal, ausnahmsweise. Und wir bannen diesen Ritesh. Ich habe keine Lust auf den. Dass ich Molong drin lasse, ist unglaublich, aber ich habe keine Lust auf den Ritesh. Ritesh hat mich in den letzten Wochen so fertig gemacht, dass ich keine Lust mehr habe auf diese Procs. Bann Ciara, okay. Wir nehmen wieder den Wasser-Defense-Leader. Und dann hoffe ich, dass wir es irgendwie hinkriegen. Komm schon. Wir brauchen ein bisschen Glück mit den mit dem Widerstehen von den Fähigkeiten von denen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Ich meine, wir haben viel Resistance.
Ja, vielleicht. Vielleicht. Na. No. Ich antworte nachher. Dieser Kampf ist erstmal sehr wichtig. Okay, Defense Break auf Dings. Setzt jetzt wahrscheinlich Raccoon nicht. Oh, wollte denn Annabelle Cleansing kriegen? Annabelle Stripping kriegen. Annabelle resisted. Molong procked. Oh, resiste Annabelle. Nö. Als ob Annabelle resistet. Ihr kennt ja meine Annabelle. Als ob die resistet überhaupt irgendwas. No. Wir sind so kurz vor dieser Aura. Ah. Oh. Jetzt kann der Ana zurücksetzen und Molong macht Reckless. Ach, shit. Ach, shit. Der geht jetzt auf Chao und macht nicht approckt und geht jetzt auf Chao. Nee, er hat schon wieder den Stun? What? Oder hat er eben nicht den Stun gemacht? Ach, Molong ist so BS. Und er hat schon wieder das. Och. Annabelle, du kommst jetzt zum Zug, richtig? Nee, der Varad kommt vorher zum Zug wegen der Attack-Leiste. Annabelle! Ah, und wer? Achso, die wurde jetzt sowieso zurückgesetzt. Du musst zweimal sleepen. Nö. Und kein Proc. Ah doch, sie ist aus dem Stun geprockt. Na, no. Das muntert mich gerade ein wenig auf. Nach diesen... Kurz vor dem Ziel und dann wird man so nach hinten geraped. Von dem... What the fuck, Orion? BS Monster! Man muss es auch richtig übertreiben, ne? Wenn man dann so richtig geprockt, also wenn man dann prockt, dann so richtig procken, hä? Ne, wir haben keine Chance mehr. Ja, ist okay. Ich hab's verstanden. Landet sogar ein Defense Break auf meinem Windmonster und mein Chao prockt nicht raus. Der hat wieder Absolute Zero. Es freest schon wieder meine Ana, die so viel Resistance hat und es klappt nie. Aber okay. Ist okay. Stunt schon wieder meinen Wind Panda. Ich gebe mich auf. Aber okay, wieso gebe ich nicht einfach auf? Wir haben die Runde verloren, oder? Wind Panda Solo? Nee, das geht gar nicht. Und er freest mich sogar. Ich wollte das nur noch abwarten, dass er mich nochmal freest. So eine Melone. Jetzt sind wir wieder bei 7-6. Oh. Alright, so, das war's mit dieser Folge. Lief ganz gut bis zum Schluss dann. So ein MF. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir den Molong gebannten. Alles wäre schlimm gewesen, ha? Alle waren schlimm. Nee, und es war nicht auf unserer Seite, das Glück leider mit den. Vielleicht hätte ich lieber Ethna anstatt Chao nehmen sollen. Aber ja. Naja, ich habe ein bisschen auf Resistance gehofft, aber es lief leider nicht so gut. Kommen wir jetzt zur Frage des Tages. #FDT von Detlef Dizos. In welcher Stadt bzw. Bundesland lebst du? Also Stadt verrate ich jetzt nicht, sonst stehen nachher noch irgendwelche Leute vor meiner Tür. Aber Bundesland habe ich sogar schon öfter gesagt und das ist jetzt kein Geheimnis. Ich wohne in NRW. Fertig. Und ja, genaueres erfahrt ihr nicht. Nur bestimmte Leute. So, ich habe gehört, wenn ihr diesem Video ein Like gibt, dann werdet ihr... Dann habt ihr quasi 100% Resistance auf euren Monstern. Für 3 Tage. Ja, für 3 Tagen resistet ihr alles. Ja, wirklich alles. Nicht so wie eben in RTA. Es gilt nur, wenn ihr dem Video ein Like gibt. No scam, no joke, 100% real. Es lohnt sich. Ihr könnt in den 3 Tagen sehr viele Punkte in RTA farmen, weil ihr wirklich alles resistet. Stunts, Strips und alles. Wirklich alles. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns im nächsten Sound of War Video wieder. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.